Moinsen Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück zum Grundkurs Gaming und zum Motorsport Manager. Wir haben die Saison beendet, quasi die erste, also wir sind das letzte Rennen gefahren. Ihr seht die Bilanz ordentlich im Negativen. Liegt daran, dass wir 8 Millionen gerade für ein neues Hauptquartier ausgegeben haben. Sieht man das hier irgendwo, dass das gebaut wird? Ja, hier, ne? Da hier, dieser wunderbare Strich. Und wir sind Sechster geworden, ne? Also Teamwertung, Sechster, Achten hatten wir angestrebt. Ist super, ist klasse. Das heißt, nächste Saison zielen wir so ungefähr auf den vierten, dritten Platz. Dritter müssen wir sehen, ob wir da wirklich oben rankommen an die Spitzenteams. Aber ich denke, vierter Platz, Grand Slam, können wir auf jeden Fall schlagen. Dazu brauchen wir natürlich einen neuen Fahrer und einen viel besseren Wagen. Den viel besseren Wagen bauen wir uns. Dafür haben wir 9 Millionen auf die hohe Kante gelegt. Und einen besseren Fahrer müssen wir uns noch kaufen. Wir gucken erstmal. Partanen legt rasendes Tempo im Training vor. Ja, wirklich ganz krass. Ne? Da war Olin nicht so richtig gut irgendwie. Olin schlägt Landwig im Kampf um die Pole. Also in der Quali dann wieder alles normal im Prinzip. Ne? Landwig überrollt die Konkurrenz. Hat dann das Rennen gewonnen. Olin und Naito. Zweiter und dritter Platz. Ich guck mal gleich. Naito war, glaube ich, in der Fahrerwertung auch insgesamt dritter jetzt, oder? Kann es sein? Was haben wir hier? Update zum Fahrzeugzustand. 12 Stunden reparieren die. Und ein Interview mit Channel 6. Da sage ich doch mal, ja, was haben wir uns denn hier? Wir haben uns gefragt, was sie nach ihrem Sieg von Asta Landwig halten. Haben sie daran gedacht, in Zukunft mit ihr zu arbeiten? Ja, ich kann sagen, ich hätte Landwig wirklich gerne im Team. Hoffentlich kriegen wir das eines Tages hin. Oder wir können sagen, sie ist eine interessante Pilotin und im Motorsport ist alles möglich. Oder nein, ich bin nicht mit unseren. Nein, ich bin mit unseren beiden Fahrern sehr zufrieden. Oder Asta Landwig kann William Shannon nicht das Wasser erreichen. Ich bin sehr zufrieden mit ihm. Ja, wir sagen mal, ne, sie ist eine interessante Pilotin. Das gibt Asta. Boah, die hat ja richtig schlechte Moral da bei dem Team. Warum das denn? Das ist ja krass. So, ich guck mal ins Scouting rein. Asta Landwig haben wir, glaube ich, gescoutet. Wenn ich mich nicht irre. Für Nordhagen fährt die. Wo haben wir die denn? Wahrscheinlich unter. Nee, hä? Sind die gar nicht alphabetisch sortiert? Hier sind die O-Teams. Nakata. Wie heißen die denn in Wirklichkeit? Die heißen noch. Ach, heißen die Team Nordhagen? Ja, die heißen Team Nordhagen. Nee, Asta Landwig haben wir tatsächlich noch nicht rekrutiert. Na, aber wenn wir schon mal hier sind. Ja, wir wollen uns Hong Liao schnappen. Der kostet uns ungefähr 200.000 pro Rennen. Den können wir auch gleich nochmal vergleichen. Ne? Shen Kui ist im Prinzip auch ganz interessant, aber noch nicht gut genug. Shika Balcazar, viel zu teuer leider noch. Und Patricia Kaluza auch. Na, das waren echt beides richtig interessante Fahrerinnen. Weil die halt richtig gut sind. Aber Hong Liao hat halt Potenzial. Ne? Deswegen langfristiger Vertrag. Und dann gucken wir mal, um wie viel der besser wird, der gute Mann. Der hat leider keine Geschmeidigkeit. Aber als Zweitfahrer wäre das vielleicht ganz gut. Ne? Wir vergleichen ihn einfach mal mit Arturo Cassino. Und da ist er nämlich, glaube ich, schon ungefähr auf dem Niveau. Ne? Hier bremsen. Der hat Rückenschmerzen, der gute Mann. Geschmeidigkeit. Ach, Geschmeidigkeit ist in Wirklichkeit gar nicht so scheiße, wie es aussieht gerade. Okay, Konstanz, Anpassungsfähigkeit, Fitness. Bremsen, ne, ist er besser. Kurvenverhalten ist er fast so gut. Gibt es hier Kurvenverhalten? Nee. Geschmeidigkeit, ne, ist er auch 2 Punkte hinten dran. Überholen ist er besser. Konstanz ist er, ja, 3 Punkte hinten dran. Okay. Anpassungsfähigkeit. Leidet auch, ja, da ist er viel besser auf jeden Fall. Fitness hat er auch eine 10 in Wirklichkeit statt einer 14. Ja, gut, okay. Feedback ist er viel besser und Konzentration ist er viel besser. Also, der ist schon ungefähr auf dem Level vom Cassino. Ne? Man sieht es hier auch an den Sternen. Kostet ein bisschen mehr,
Aber dafür hat er halt auch eine höhere Marktfähigkeit, ein Marketingpotenzial. Das ist, glaube ich, das bessere Wort. Und deswegen würde ich ihn gerne mal kontaktieren. So, er ist auch tatsächlich interessiert, der gute Mann. Das finde ich schon mal sehr gut. So, wir sagen zu ihm, er wird Fahrer Nummer 2. Geben ihm einen Längenvertrag. Ne, er würde gerne einen Mittellangvertrag haben. Wir geben ihm einen langen Vertrag. Es kümmert ihn nicht, wer die Ablöse zahlt. Ja gut, dann bezahl du halt. Was will er? Prämien sind mir recht wichtig. Ja, Prämien, damit arbeite ich so früh im Spiel noch nicht. Gehalt. So, wir müssen ungefähr, was ist denn jetzt, Maximum 202.000. Dann bieten wir ihm erstmal 189.000 an. Das ist ein bisschen unter dem, was er jetzt verdient. Das sind 25.000 über dem, was Casino bei uns bekommt. Und ein Handgeld bis 375.000 können wir gehen. Dann sagen wir ihm einfach 300.000 Handgeld. Dafür bezahlt er die Ablöse. Das ist, glaube ich, ein Angebot, mit dem kann er wahrscheinlich erstmal leben. Vielleicht. Also er wird zumindest nicht sofort aus den Verhandlungen aussteigen. So, dann Sponsoren. Wir haben Sponsorenplätze frei, glaube ich, ne? Ja, zwei Sponsorenplätze. Sehr schön. So, was haben wir hier? Grand Slam eröffnen eine brandneue Forschungs- und Entwicklungsabteilung. Also für die Bremsen. Also die haben das besser getimt als wir. So, und wir können ja jetzt noch Teile verbessern an unserem Wagen. Und ich frage mich, ob die, wenn wir die Zuverlässigkeit verbessern, ob das irgendwas bringt. Ich weiß es nicht. Ich glaube, die Zuverlässigkeit wird gar nicht übernommen irgendwie, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich versuche hier den Motor auf jeden Fall noch ein bisschen zu pushen, damit wir einen guten zweiten Rest. Obwohl, ein Motor ist eigentlich das Erste, was wir bauen, ne? Einen neuen Motor. Ich werde lieber versuchen, das Getriebe zu pushen. Das ist, glaube ich, sinnvoll. Ne? Also Bremsen haben wir erste und zweite maximal ausgebaut. Beim Rest haben wir halt das erste ausgebaut und das zweite mal nicht. Und auf dem höchsten baut er dann unsere Verbesserung auf. So, dann gucken wir mal, was das Geld sagt. Boah, 10 Nachrichten. Okay, alles klar. So, also Abgang von Jean-François Bouchon. Wo ist denn der gefahren? Bei Garuda, okay, die fahren nicht mit uns in einer Liga. Tanvir Jha fährt auch für Garuda. Was haben wir hier? Vasquez von Kitano Sport. Die sind uns auch egal, weil ganz andere Rennserie. North. Achso, Jenny North, okay. Wo ist sie denn gefahren? Bei Steinmann auch ganz andere Rennserie. So, da kümmere ich mich gleich drum. Manager der Saison. Oh, die Stimmen wurden ausgezählt und der Manager der Saison ist Jin Stone. Das sind wir. Fahrer der Saison. William Shannon ist Fahrer der Saison geworden. Oh, ich hätte ja eher auf Mitsuki Naito getippt, ehrlich gesagt, aber okay. Der Abgang von Bill Baggs von Otsuno, oder? Ich weiß es nicht. Roberts von Lockhart Motorsport, okay. Und Capello, keine Ahnung, bei Hammer. So, was gibt's hier? Preisgeld für die Saison. Oh ja, gerne. Hallo Jin, mit Freude überreiche ich Ihnen das Preisgeld für die Saison 2016. Geben Sie nicht alles auf einmal aus. Ja, danke, das muss ja für ganze nächste Saison reichen. Und das sind fast 10 Millionen. Ja, cool. Also damit haben wir doch wieder einen ganz guten Grundstock gelegt. Schön. Mal sehen, wie viel davon wir fürs Auto ausgeben müssen, ne? Das dürfen wir ja nicht vergessen. Also 10 Millionen, gut und schön. Ne? 18 Millionen, knapp 19 Millionen haben wir dann fürs Auto zur Verfügung. Da müssen wir gucken, wie viel Geld wir ungefähr in der Saison brauchen. Wir gucken mal, was haben wir denn in dieser Saison ausgegeben? Also hier die Wartung wird auf jeden Fall steigen, ne? 720, 1,3 Millionen ungefähr, 4,5 Millionen, das wird auch noch ein bisschen steigen.
13,5 Millionen. Und ja, 18,5 Millionen haben wir ausgegeben. Okay, und davon haben wir ja, das haben wir fast alles durch das Vorsitzendengehalt, also den Vorschuss für die Saison und das Grundgehalt bekommen. Durch die Sponsoren 10 Millionen, also wir brauchen ungefähr wirklich knappe 10 Millionen für die nächste Saison, würde ich sagen. Na, müssen wir mal gucken. Irgendwie kommen wir über die Runden. Wie gesagt, Hong Liao hat ein sehr gutes Marketingpotenzial. Die Regeln, oh ja, Aufnahme von Guildford GP. 9 Trockenreifen stehen zur Auswahl, statt 15, glaube ich. Oder sowas, oder 16. Ich glaube, 15 waren es. Freie Wahl von Reifenmischungen. Und jetzt gucken wir mal. In der GT-Kategorie wurde dieses Jahr Team Nordhagen in die International GT Championship befördert, was für Vittorio Corsa den Abstieg in die GT Challenger Series bedeutet. Ich freue mich auf ein weiteres spannendes Jahr in der Welt des GT. Viel Erfolg an alle. Okay, cool. So, hier haben wir gleich noch ein Scouting abgeschlossen. Müssen wir mal gucken. Meldet sich eigentlich. Meldet sich eigentlich Hong Liao gar nicht bei uns? Da muss ich gleich nochmal gucken. So, hier wird jetzt gespeichert. Das ist also offensichtlich die neue Saison jetzt, in der wir sind. So, ja, Sponsoren haben wir bekommen. Wir gucken mal. Marshall GT stellen Philipp Pitkin ein, ein Fahrer. 19-jähriges Talent. Okay, den haben wir noch gar nicht gescoutet. Ne? Der Name kommt mir nicht bekannt vor. Skanström sichert sich Poulter für die nächste Saison. Eva Poulter. Okay, Silvera jetzt bei Vittorio Corsa. Da müssen wir mal gucken, wo wir stehen im Gesamtdings mit den Fahrern. Gregorio Soero wird von seinen Mechanikern gehasst bei Vittorio. Okay, also Vittorio, ne, kein Wunder, dass sie abgestiegen sind. Da läuft es scheinbar nicht rund. Scouting Report, Sergio Valdez, durchschnittlicher Fahrer, okay. Mitsuki Naito haben wir, soliderer Fahrer, okay. Fahrzeugentwicklung freigegeben. Müssen wir uns gleich drum kümmern. Wie sieht es denn hier aus eigentlich? Der weckt noch ab. Der soll mal hinmachen. So, wir gehen erstmal ins Scouting rein. Mitsuki Naito. Oh, super Werte. Echt gute Werte. Auch ein bisschen teurer. Dadurch natürlich. Und Sergio Valdez. Oh, die Fitness. Was ist da los? Das Stallohr, das verwöhnt. Egoistisch. Boah, nee, also da, nee. Nee, ist nicht drin, würde ich sagen. Ist nicht drin. So, dann gucken wir hier. Ich lasse es nochmal nach Alter sortieren. Hier sind nämlich neue Fahrer dazugekommen. Zum Beispiel Nicola Gill. Boah, die könnte doch richtig gut sein. Vielleicht müssen wir uns noch einen zweiten Fahrer holen. So, sichten wir einfach mal. Und wen wollen wir hier noch? Desiree Santos sieht auch super interessant aus für ihr Alter. Angela Cassiani und Bruno Cabral. Nee, dann eher Desiree Santos noch. Also wir werfen wieder ein Auge auf die jungen Fahrerinnen in dem Fall. Ja, machen wir. Die Autoentwicklung ist freigegeben. Dann gucken wir doch mal. Achso, ich wollte hier vorher noch mal gucken. Wagen wissen wir noch nicht. Fahrer, neunter immerhin. Oh, Vittorio Corsa, die haben echt schlechte Fahrer dabei. Hauptquartier, nee, da sind wir am Platz hochgeklettert, dadurch, dass wir unsere Fabrik ausbauen, vermute ich. Mitarbeiter, boah, nee, echt. Sponsoren. Ja gut, da haben wir auch zwei leere Plätze, da müssen wir mal gucken. So, Wagen. Meinte sie nicht, die Wagenentwicklung wäre freigegeben. Ach so, hier, ich muss hier draufklicken, alles klar.
So, 9 Millionen haben wir. Dann gucken wir mal. Ja, das ist das Geld, das wir für das nächstjährige Fahrzeug weggelegt haben. Verschwenden Sie es nicht. Okay. Danke. So. Mehr Salt, was ist? Achso, den Motor für 5 Millionen, okay. Benzinlieferant, wir nehmen hier das Beste vom Besten. Natürlich Carbolon liefert die Materialien, die Bremsen von JP Race Technologies und der Batterielieferant. Oh ja, jetzt wird es interessant. Wir sind mit Huanglin im letzten Jahr gefahren. Xenos Electrical Engineering. Das ist, glaube ich, ganz geil, wenn man von der Pole losfährt, ne? Dann bekommt man hier tatsächlich irgendwie einen ganz guten Booster am Anfang. Aber ja, wir nehmen das hier, weil es einfach 100% Ladeeffizienz hat. So, da haben wir überall zwei Sternchen, ne? Reifenabnutzung ein kleines bisschen besser. Das ist, glaube ich, ganz in Ordnung. So, weiter geht's. Wir entwickeln den Wagen so, kostet uns 13 Millionen. Das ist im Rahmen. Dazu kommen dann vielleicht noch ein, zwei Dilemmas, wo wir halt dann auswählen müssen. So, okay, also wir setzen uns noch mal an den Verhandlungstisch hier. Was möchte der gute Mann denn haben? Er möchte mehr Geld haben, vermute ich. Na, das Handgeld scheint in Ordnung zu sein. Da ist er neutral. Wie viel bieten wir ihm gerade? 184, stimmt das? Ich weiß nicht. So, Hong Liao hat also angenommen hier. Na, was haben wir denn hier noch? Oh Mann. So viele Nachrichten. Mia Holgersen wechselt zu Vittorio Corsa von Wolfhagen. Die sind auch eine Liga höher als wir, ne? Joe Norris. Ah, das ist der Schlechte, der immer im schlechten Wagen von Yuma fahren musste. Der ist jetzt zu Skanström gewechselt, okay. Und Lars Ohlin wechselt dafür zu Yuma. Da haben Junger natürlich den krass besseren Deal gemacht, ne? Wow, okay. Jill, das ist die wir, Nicola Jill, ne? Die scouten wir gerade. Die ist jetzt bei Magyar. Ja, auch richtig teuer. Ne, es geht eigentlich, ne? Eine Million? Die ist ziemlich billig. Magyar stellt Unir als neuen Rennmechaniker ein. Arbeitet aber nicht mit der neuen Fahrerin zusammen. Und ja, er möchte jetzt unterschreiben. Dafür haben wir noch 9 Tage. Wie lang läuft denn hier der Vertrag von Dingsbums noch? Weiß ich nicht. Na gut, dann stellen wir den Mann hier ein. Ja, hoch erfreut, ne, jetzt übers Gehalt eine Stufe 9000 hochgegangen einfach. Da ist er plötzlich hoch erfreut. So, Arturo Casino schmeißen wir raus. Bestätigen. So, und damit haben wir einen zweiten neuen Fahrer im Team. Hong Liao nämlich. Und da müssen wir mal gucken, wie der Gute sich entwickelt. So, was sagen die Nachrichten dazu? Was soll der Mist? Sie haben meinen Vertrag gekündigt. Das ist ja wohl ein Witz. Alter, das waren noch 12 Tage auf dem Vertrag drauf. Verstehen Sie mich nicht falsch. Die Abfindung ist in Ordnung. Aber ganz ehrlich, so klammheimlich von hinten. Ich werde Ihnen nicht mehr in die Augen schauen können. Vertrag unterzeichnet. Halli, hallo, freue mich, das Vertragsgequatsche hinter uns zu haben. Ich freue mich schon riesig auf das erste Rennen. Es wird eine Ehre für Grundkurs GT Racing zu fahren. Auf Wiedersehen. Ja, Hong Liao, was schreiben Sie? Das chinesische Talent. Okay. Und er freut sich schon drauf. Und wir zahlen ihm 2 Millionen im Jahr. Also doppelt so viel wie Magyar für diese andere Fahrerin zahlt.
gerade noch mal gucken, für Nicola Jill. Die werden wir dann mal vergleichen, ne? Dann werden wir mal gucken, ob wir hier einen guten Deal gemacht haben oder nicht. So, Sponsoren haben wir. Ne? 3 Angebote zur Verfügung jeweils, mehr werden es nicht. 650.000, wenn wir Sechster oder besser werden. Das sind auch die einzigen mit einer Vorauszahlung. Deswegen werde ich die annehmen. 6er oder besser, ne? Und wir haben jetzt hier endlich 2 Sterne Sponsoren zur Verfügung. Ja, ich werde das hier annehmen, auf jeden Fall. 750.000, das ist ein neues Getriebe. Wonderluck und Rustjet sind jeweils noch ein Rennen. 2. oder besser. 650.000 und hier bekommen wir das gleiche für 6. oder besser. Also das ist schon ein ganz guter Deal. Vorher haben wir, glaube ich, 450.000 für 9. oder besser bekommen. So, und was gibt es hier? 200.000 pro Rennen. 400.000 pro Rennen von Ravelli. Dafür legen wir uns aber auch die ganze Saison fest. Aber das ist 400.000 pro Rennen auf jeden Fall. Das bezahlt uns, weiß ich nicht, die halbe Rennmiete ungefähr. Ich weiß gar nicht, was ein Rennen uns ohne Sponsoren kostet, ehrlich gesagt. Müssen wir gleich mal gucken. 400.000 pro Rennen. Geil. Ne, damit sind wir die ganze Saison, Ravelli und Co. aus der Schweiz, sind wir die ganze Saison abgedeckt. So, Kosten pro Rennen. Budget fürs nächste Jahr. Dickes Geld, 818. Achso, das werden dann wieder 9 Millionen sein am Ende, weil wir 11 Rennen haben jetzt einfach. So, hier sind unsere Sponsoren mit drin. Ja, HX und Carne Blanco. Ach, ich dachte, Carne Blanco bezahlt uns mehr. Ach nein, Peach und Plum haben uns 350 bezahlt, ne? Müssen wir mal gucken, wie lange das hier noch läuft. 750. Ah, okay, wir hätten über 1 Million pro Rennen. Ein Rennen noch bei Carne Blanco und HX Telekom. Noch 6 Rennen. Na gut. Das ist nicht so der begnadete Deal. Aber immerhin auch 200.000 pro Rennen. Das ist in Ordnung. Ne? Ist halt die Untergrenze von dem, was ich gerne hätte auf jeden Fall. Wow, es geht hier. Flexibilität ist... Oh ja, Flexibilität. Dafür können wir ein bisschen Geld ausgeben. Das erhöht halt das Tuning-Potenzial. Was haben wir hier? Oh, Orléans AMR haben einen neuen Simulator eröffnet. Und... 1,5 Millionen für plus 1 Flexibilität. Also es ist ein ganzer Stern. Ne? Das sind irgendwie 7 oder 9 Punkte oder sowas. Hallo Jin, ein paar Ingenieure und ich machen uns Sorgen um die Flexibilität des Fahrzeugs im Verlauf der Saison. Wir hatten einige Vorgespräche mit dem Motorhersteller und er kann uns aushelfen zu einem Preis, versteht sich. Jo, das, ja, auf jeden Fall, bitte. Gerne, danke. So, da haben wir 3 Flexibilitätssterne jetzt auf unserem Wagen. Sehr cool. Oh, nicht so schnell. Scouting. So, wen haben wir denn? Desiree Santos. Auch interessante Schreibweise. Überholen, die ist eigentlich echt ganz gut. Ne? Kostet ein bisschen was. Teamfähig. Oh, geil. Und hasst Intermediates. Also Anpassungsfähigkeit scheint sich echt auf Rennen im Regen zu beziehen. So, die beiden interessieren mich gar nicht so, muss ich sagen. Amy McLeod auch nicht. Nope. Hier, Philipp Pitkin. Ne, der ist jetzt neu zu Marshall gekommen. Den würde ich gerne mal scouten. Und Saulo Antunes werden wir als nächstes scouten. Er könnte interessant werden. Scouting Report, aber kurz zu Masilela. Boah. Spektakuläre Werte, eisig. Konzentration plus 1, Marktfähigkeit minus 50. Okay. Man kann halt nicht alles haben. So, nee, Nelleke wollte ich nicht. Saulo Antunes wollte ich.
Was waren das für Nachrichten hier? Geht Higgins von Team Nordhagen am Ende der Saison in Rente? Weiß nicht. GT Challenger Series Star William Shannon macht bei Volkslauf mit. Er ist Volksläufer, Marktfähigkeit plus 10. Oh cool, wir haben eine sehr gute Marktfähigkeit. Wie lange hätten das? 20 Wochen. Also nach dem nächsten Rennen brauchen wir zwei neue Verträge. Da bekommen wir dann hoffentlich was Gutes. Örtlichen Volkslauf, nahe seiner Heimatstadt etwas Glanz verliehen. Okay. Einheimische freuten sich über einen prominenten Besuch. Ich drehte mich zu meiner Frau um und sagte, Heiliger Strohsack, das ist ja William Shannon. Ich kann meinen Augen nicht trauen. Ja, leider schaffte es der GT Challenger Series Fahrer es nicht aufs Treppchen und musste sich mit einer Medaille für die Teilnahme und einem Energy Drink zufrieden geben. Mit meiner Leistung war ich ganz und gar nicht zufrieden, aber es war ein toller Tag, sagt Shannon. Na, schade. Schade. Viel Glück beim nächsten Mal. Aber ist der Mann eigentlich relativ fit, ne? So, hier haben wir nochmal Scouting. Die holen hier überall neue Fahrer her, ne? Magia Engineering stellt Karam ein. Eslam Karam. Also die haben sich jetzt einen 17-jährigen Piloten. Boah, geil. Da müssen wir direkt mal gucken. Und hier haben wir nämlich Saulo Antunes direkt gescoutet. Zeig mal her. Ist nicht so gut, hat aber auch riesiges Potenzial. Also hier sind wirklich eine ganze Menge Fahrer mit wirklich großem Potenzial dabei. Beinahe schon zu viele. So, Eslam Karam. Will. Der hat ja gar nichts. Also der dürfte wahrscheinlich Zweiter bei Magier sein. Oh gut, meinetwegen, die wissen schon, was sie tun. Amy McLeod, nö. Nelleke, nope. Eva Pulter fährt für Skanström jetzt. Hat kein gutes Feedback. Kajal Simos. Oh ja, da gucken wir mal. Ist arbeitslos. Na, vielleicht können wir vor dem ersten Rennen noch irgendwie, wenn wir noch einen Sensationseinkauf machen könnten, wäre es natürlich super. Ansonsten fahren wir mit William. Durchbruch beim Benzinlieferanten. Oh. Jetzt wird es langsam teuer, ne? Wie viel haben wir ausgegeben? 13, 14, ein halb? Wir haben noch ein bisschen Geld übrig. Hallo Jin, ich habe soeben mit dem Benzinlieferanten der nächsten Saison telefoniert. Angeblich gab es einen Durchbruch beim Brennstoffwirkungsgrad dank eines neuen Treibstoffs mit hoher Oktanzahl. Sie stellen uns gerne für die Saison zur Verfügung, verlangen aber natürlich mehr Geld dafür. Können wir uns das leisten? Höherer Brennstoffwirkungsgrad? 2,5 Millionen? Das bedeutet, unser Wagen wird leichter, ne? Weil wir dürfen ja maximal bis zu 80% voll tanken. Unser Wagen wird leichter. Ich weiß nicht, ob mir das ehrlich gesagt 2,5 Millionen wert ist. Wir fahren ja jetzt nicht um den Titel, ne? Wir fahren um Platz 3 irgendwie. Und ich weiß nicht, ob am Ende die Preisgelder das wieder einspielen, aber vielleicht die Sponsorengelder, ne? Wenn wir dadurch zuverlässiger auf Platz 6 kämen zum Beispiel. Ich werde das Geld einfach mal ausgeben. Das hätten wir natürlich auch gut in ein neues Entwicklungszentrum investieren können. Philipp Pitkin, da haben wir es doch direkt. Gucken wir mal. Konzentration, Überholen, Geschmeidigkeit. Ja, ist so ein Nachwuchsfahrer, ne? Der hat eine super Konstanz. Ist ein bisschen wie Hong Liao fährt für Marshall. Vergleichen wir einfach mal. Warum denn mit Casino? Will? Warum will er den denn mit Casino vergleichen? Der fährt nicht mal mehr für uns. Nee, ich würde den Vertrag verlängern. Hä? Okay, ein bisschen komisch gerade. So, wen wollen wir denn als nächstes sichten? Will Hume. Oh ja, sieht gut aus. Kommt auch ein Schweinegeld. So, hier haben wir noch ein Scouting. Nicola Jill fährt für Magia. Ach, das ist ein Typ. Ich dachte, es wäre eine Frau. Alles klar, geheime Affäre. Jetzt wird er ja immer mit Casino verglichen und ich kann hier irgendwie keinen anderen Fahrer. Ja, Geschmeidigkeit 0, ne? Also,
Okay, ich weiß nicht, ob Magier sich damit nicht ins eigene Bein geschossen haben. Aber die wissen schon, was sie tun. Denke ich. So, was ist jetzt los? Keine Ahnung. So, hier gibt es noch einmal Scouting. Ach, Will Hume haben wir direkt. Boah, ist sehr gut. Verbremser. Krasser Typ. So, Calvin Griffin. Gucken wir uns natürlich auch an. Fährt für Skanström. Okay. Neuer Fahrer bei Skanström. So, die Lackierung anpassen. Aha. Fahren wir mit der gleichen Lackierung? Wir gucken mal. Also das wäre jetzt die 7. So, ne? Die 14 sah, glaube ich, auch ganz gut aus. Darüber hatte ich nachgedacht. Es gibt doch hier auch irgendeine neue Lackierung. Angeblich. Ist das hier die neue Lackierung? Es sieht auch nicht schlecht aus. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann hier leider nicht von oben aufs Auto drauf gucken. Das würde mich auch. Man sieht die ja im Rennen von oben, die Autos. Aber mit diesem Streifen hier, das sieht schon nicht schlecht aus eigentlich. Ja, wie wäre es denn, wenn wir mit so einer klassischen Lackierung, mit so einem Rallye-Streifen hier in der Mitte fahren würden? Wäre das eine runde Sache? So, oben die Nummer oben drauf scheint mir weiß zu sein. Ist da überhaupt eine Nummer oben drauf? Oder ist es ein Sponsor? Ich kann es nicht richtig erkennen. Das hier unten sieht eigentlich schon ziemlich gut aus, ne? Ich weiß gar nicht, würde ich die Farbkombination hier unbedingt ändern? Wenn ich hier weiß und schwarz tauschen würde. Die helle Seitennummer gefällt mir halt ganz gut. Ne? Hier vorne hätte ich halt eigentlich gerne eine helle Nummer drauf. Wenn ich die sekundäre Farbe so weiß mache. Okay, und dafür mache ich die Zweitfarbe mal schwarz. Das sieht eigentlich auch gar nicht so schlecht aus. Da haben wir so einen rot-weißen Streifen oben drauf. Ja, ich denke, so können wir durchaus mal fahren, ne? Das ist doch ein ganz schicker Wagen. Also das ist die neue Lackierung jetzt bei uns. Was gibt es denn noch? 15, nee. Die 14 wär auch ganz cool, ne? Da hätten wir wieder die Dreiecke vom letzten Jahr, hätten allerdings ein weißes Dach. Ja, deswegen finde ich die nicht so geil. Hier hatten wir auch die Dreiecke drauf, auch ein buntes Dach irgendwie. Auch eine geile Lackierung. Die sieht auch nicht schlecht aus, so zweifarbig. Das ist die Lackierung vom letzten Jahr, ne? Jetzt halt nur Farben ein bisschen getauscht hier. Ja, doch, damit könnte man, glaube ich, auch fahren. Hiermit auch, ne? Das ist auch eine schöne Lackierung. Aber ich mag halt ein grünes Dach haben, damit ich meine Wagen leichter finde. Das wäre auch eine coole Lackierung, ne? Hier vorne die in weiß mit schwarz abgesetzt. Und ja, dann wäre das hier schwarz, ne? Und alles, was schwarz wäre, wäre im Prinzip rot. Ja, dann wäre das einzige weiße Detail auf jeden Fall hier vorne die Zahl. Würde auch ganz gut aussehen, aber die Lackierung mit dem Rallye-Streifen gefällt mir noch ein Stück besser. Aha. Auch interessant. Na, mal sehen, wohin sich unsere Lackierung entwickelt. Was war denn das hier? Die Lackierung hier kenne ich gar nicht. Das könnte dann die neue sein, ne? Weiß ich nicht. So, okay, genug Lackierung. Jopp. So, und damit
Was ist denn das erste Rennen? Demnächst schon, ne? Oh, hier haben wir Scoutings. Yippie, was ist hier los? Erinnern Sie sich an das Drift-Turnier, in das ich vor einer Weile eingestiegen bin? Raten Sie mal, ich habe gewonnen. William Shannon, sehr gut. Sowas kommt nie in die Zeitung. Das ist alles inoffiziell, aber ich kann mit Stolz sagen, dass ich der verquerste Quertreiber bin. Okay. Ich habe bei der Gelegenheit unheimlich viel über Fahrzeugkontrolle und Bodenhaftung gelernt. Ich fühle mich, als ob mein Hirn mit all dem Wissen anschwillt. Kurvenverhalten plus 2, Marktfähigkeit plus 5. Sehr nice. Drift-Experte ist er. Hier haben wir Scouting. Kajal Simons. Nee. Nee. Aber der ist Paydriver immerhin. Auch gar nicht so schlecht. Aber ist halt viel schlechter als Hong Liao, hat auch kein Potenzial. Brauchen wir nicht im Team. So, ich gehe nochmal von oben gerade durch. Nicht, dass hier jemand Neues dazukommen ist. Jemand sehr Junges. Den ich dann natürlich gerne noch scouten würde. So, Edda Jons dort hier. Nehmen wir hier noch mit. Reifensimulation. Gut. Hier haben wir noch. Achso, dieses Wochenende sind die Vorsaisontests. Okay, alles klar. Und was haben wir hier? Für 2,5 Millionen nochmal die Reifenabnutzung. Nehmen wir mit. Wir können uns 2,5 Millionen gerade noch so leisten, mit Bauchschmerzen. Hallo Jin, wir haben ein paar Simulationen des neuen Fahrzeugs laufen lassen und die Reifenabnutzung ließe sich verbessern. Einer unserer Chassis-Lieferanten ist bereit, uns zu helfen, aber diese Technik hat eben ihren Preis. Klingt aber trotzdem gut, weil Hong Liao hat halt nicht so geile Geschmeidigkeit. Aber wir machen das einfach. So, und dieses Wochenende dann Vorsaisontests. So, wir sind bereit. Die anderen Teams auch. Und ja, dann gehen wir mal in den Vorsaisontest. Ich hoffe, das läuft gut für uns. Ich glaube, das wirkt sich nur auf die Fahrermoral aus, wie das hier läuft. Wir fahren schon wieder ziemlich durch hier mit unserem Wagen. Na geil. Hier drüben sieht man immer, gibt es Probleme, gibt es keine Probleme. Wenn es Probleme gibt, ist das negativ für die Fahrermoral. Wenn es keine Probleme gibt, ist alles cool. Oh, hier ist gerade gefallen kurz. Also wir hatten ganz kurz irgendein Problem. Ich habe leider nicht gesehen, was. So, Hong Liao steigt jetzt also auch mit 100% Moral bei uns ein, scheinbar. 14., 15. Platz. Also, wow. Oakham haben gute Wagen. Diese Saison. Wir sind 6 Sekunden langsamer als die schnellsten hier. Na, Olin fährt jetzt für Yuma. Also Yuma und Magia. Da müssen wir auf jeden Fall hinter uns lassen. Oakham müssten wir eigentlich auch einholen irgendwie. Und dann wären Marshall. Marshall müssen wir mal gucken, das könnte spannend werden. Na, Vittorio Corsa haben wir vorne, Grand Slam. Und Skanström. Orléans, sehr durchwachsenes Ergebnis. Ja, da müssen wir mal gucken. Wir schauen gleich mal in die Übersicht, wie es um unser Team bestellt ist. So, genau hier schauen wir rein. So, Wagen. Immerhin auf dem 9. statt auf dem 10. Platz. Fahrer 7. Sehr cool. Hauptquartier 6. Mitarbeiter schlechtester. Sponsoren schlechtester, obwohl wir jetzt neue Verträge haben. Oh shit. Wir gucken mal kurz in die Sponsoren rein. Unsere Marktfähigkeit ist bei 53%. Also die hat schon einen ganz guten Sprung gemacht. Eine Teammarktfähigkeit 64. Und wir können 3-Sterne-Sponsoren anlocken. Ne? Also wenn die hier auslaufen, wir haben 3 Verträge, die laufen nach dem ersten Saisonrennen aus, dann können wir loslegen. Ja, Vittorio Corsa führen den Vorsaisontest an, okay. 14. und 15. Und da müssen wir jetzt ein bisschen loslegen. Ah ja, hier. Jin, die Zeit ist gekommen, wir müssen festlegen, welche Platzierung wir diese Saison erwarten. Der 6. Platz oder besser würde von den Investoren als Erfolg angesehen. Aber ist das unrealistisch oder könnten wir sogar noch mehr schaffen? Wir können noch mehr schaffen. Wir können durchaus den 4. Platz schaffen, denke ich. Letzte Saison 6. um 2 Plätze nach oben mit einem viel besseren Wagen jetzt. Und einem besseren Fahrer sollte möglich sein. Ja, also unser 2. Fahrer ist jetzt nicht viel besser, aber immerhin. So, neues Teil entwickeln. Wir fangen natürlich mit dem Motor an. Und
und stellen fest, die Motorentwicklung ist diese Saison vollkommen für den Arsch. Wir kriegen keinen schnelleren Motor. Das ist doch kacke. Ne, unsere Mechanikerin ist so schlecht, dass sie echt keinen besseren Motor hinbekommt. Also wir bekommen hier keine Leistungssteigerung in dem Motor. Ne, ohne Risikolevel. Oh shit. Wie sieht's denn am Getriebe aus? Ja, da bekommen wir Beschleunigung plus 20 immerhin. Hier bekommen wir auch nochmal Beschleunigung. Ah, crap. Das ist echt nicht gut. Na, also Motor im besseren sollten wir auf jeden Fall hinbekommen. Bekommen wir aber nicht. 112er Motor. Wie sieht's denn aus? Da sind wir immerhin auf dem 8. Platz, haben aber kein Potenzial nach oben. Oh shit, hoffentlich habe ich mich jetzt nicht verkalkuliert hier. So, was brauchen wir denn? Wir brauchen Beschleunigung fürs erste Rennen können wir nicht entwickeln. Wir könnten fürs zweite und fürs dritte Rennen entwickeln. Also wir bauen uns erstmal einen neuen Motor. Ich meine, das gibt uns ja trotzdem, ne? Wir haben dann zwei gute Motoren im Prinzip. Wir bekommen hier plus 17 Punkte nochmal vom Entwickler drauf. Das ist schon okay. Und dann steigern wir wenigstens gleich die Zuverlässigkeit hier. Dann sparen wir uns da ein paar Tage. 3 Tage nach dem nächsten Rennen wäre der fertig. Leistung 129, 153. Ja. Und viel besser wird es dann aber auch nicht. Ne? Also ich werde hier keinen Motor mit Risikolevel entwickeln. Das lehne ich schon mal ab, weil es einfach zu gefährlich ist. Ne? Das können wir uns leisten, wenn wir richtig viel Geld über haben. Haben wir aber nicht. So, mal gucken, wie wir das mit den Motoren da machen. Da sparen wir da vielleicht ein bisschen Geld diese Saison. Das ist so traurig. Also Treibstoffeffizienz 3, Reifenabnutzung 3, Flexibilität 3. Das ist super, ne? Reifenerwärmung ist immer noch nicht da, wo sie sein sollte, aber da kriegen wir vielleicht hin. So, Teile verbessern. Da müssen wir mal gucken. Wir müssen eigentlich alles ein bisschen verbessern. Das wäre ein 127er Motor. Insgesamt, das ist nicht das Schlimmste, was uns passieren kann. Ne? Wir haben richtig gute Bremsen, das wussten wir. Aber die Zuverlässigkeit ist halt komplett für den Arsch. Wir müssen die mal tauschen hier. Die Jungs alle in die Zuverlässigkeit gerade stecken. Und da müssen wir zusehen, dass wir halt wenigstens einen Wagen durchbekommen. Das sind 3,7%. Wir haben noch 11 Tage, das wären 37%. Boah, krass. Was brauchen wir denn hier? Wir brauchen Getriebe. Dann würden wir bis auf 85% kommen. Ja, ich werde hier mal unseren im Moment besseren Motor und unser im Moment besseres Getriebe ein bisschen Leistungssteigerung machen. Wann ist denn unser Hauptquartier fertig? Wie lange baut denn ihr noch? Noch 6 Wochen. Das heißt, nach dem zweiten Rennen können wir da im Prinzip damit planen. Okay. Verdammt. Ja, okay. Da können wir nichts machen im Moment. Jobsicherheit sehr sicher. Toll. Ja, da müssen wir halt gucken, ne? Was hier abgeht, wie wir das hinkriegen. Da muss ich noch was machen. Ich verbessere Teile, ich baue was Neues, ja, Teile einbauen. Kümmern wir uns vor dem nächsten Rennen drum. Bericht zum ausstehenden was? Achso, Rennen. 28 Runden. Tempo, gibt's Regen? Es wird ein Regenrennen, geil.
Reifenmischung ultra weich und sehr weich. Die Reifen sollten lange halten. Ja, mal gucken, wenn wir mit schnelleren Reifen fahren können. Na, durch die bessere Reifenabnutzung. Was gibt's hier? Einrichtung zur Verbesserung des Fahrverhaltens. Ja, Aufhängungstechnik. Was soll ich machen? Ist halt nicht drin. So, hohe Erwartungen für die Saisoneröffnung. Skanström mit Joe Norris und Eva Poulter sind Favorit. Okay. Derweil wird Jin Stone neuer Manager von Grundkurs GTV Racing, alter Manager. Den Rest der Teilnehmer versuchen zu beeindrucken. Ein 10. Platz oder besser wäre eine sehr beachtliche Leistung für den deutschen Teamchef. Ja, danke. Finanzmanagement. Mir sind einige besorgniserregende Transaktionen aufgefallen. Wenn Sie weiter so mit dem Geld umgehen, wird Ihnen am Ende der Saison nicht viel übrig bleiben. Behalten Sie das im Auge. Ja, weiß ich. Danke. So, und da gibt es schon die Reise nach Vancouver. Um die kümmern wir uns beim nächsten Mal. Marshall GT haben auch eine neue F&E-Abteilung gebaut. Nice. So, also Wagen, 9. Fahrer, immerhin 7. Das ist gut, ne? Vom 9. auf den 7. Platz. Na, Hauptquartier 6. bringt uns gar nichts. Mitarbeiter, nee. Ja, Mitarbeiter müssen wir auch demnächst mal auswechseln, auf jeden Fall. Also, wie sieht es denn hier aus? Bei 60% jeweils. Das ist besser als nichts, aber nicht gut genug eigentlich, um damit in Rente zu gehen. Ja, aber guck mal, was mit der größeren Fabrik dann möglich sein wird. Auf jeden Fall bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen, Jungs und Mädels, nach dieser extra langen Folge hier zwischen den Saisons. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe natürlich, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.